Tausende Weine gibt es hier auf der Weinmesse ProWein in Düsseldorf. Aus inzwischen fast 60 Ländern kommen die Aussteller, einer davon Eddie McDougall. Der Flying Winemaker macht Wein in Hongkong, allerdings ohne eigenen Weinberg. Die Trauben schifft er aus vielen Ländern ein und baut sie in der Millionenstadt zu Wein aus. Fast unglaublich für Traditionalisten, schön verrückt für wildere Weintrinker. The world is my vineyard, so. Die Welt ist mein Weinberg. Ich lasse mir nicht vorschreiben, wo ich meine Weine mache. Ich produziere in Italien, im Süden Frankreichs, in Australien und in Hongkong. Die Grenze sollte nicht dort sein, wo die Trauben wachsen. Natürlich ist Entfernung eine Barriere, aber das stoppt mich nicht. Die Philosophie ist, den besten Wein aus den besten Trauben zu machen. Über 500 Jahre Weinbau lassen sich hingegen auf dem St. Georgenberg im Rheinhessischen durchgängig nachweisen. Ein Dokument aus dem Jahr 1511 belegt den Rieslinganbau. Ein Erbe, das wohl zu Tradition verpflichtet. Max Pfannebecker stellt zusammen mit Vater und Großvater Wein her und kommt ab und zu auch zu ganz alten Methoden zurück. Im Ausbau setzen wir unwahrscheinlich viel Holzfässer wieder ein. Wir lesen bei uns im Betrieb 85% mit der Hand, so wie wir das früher gemacht haben. Wir machen ganz traditionell unsere Rotweine über Maischegärung. Wir nehmen keine neue Weinverfahren an, sondern machen das ganz traditionell bei uns im Betrieb. Wir machen sehr viel mit Spontangärung, also überlassen das im Prinzip der Traube eigene Hefe. Und es gibt halt irgendwo eine Einzigartigkeit. Weil die Hefe aus dem Päcksche, die haben 150 andere Betriebe und das hat nichts mit meinem Standard zu tun. Tradition oder Revolution, für Importeure und Händler ist das keine Frage. Von beidem etwas, so bleibt der Wein interessant, das belebt das Geschäft. Ich denke, dass in der heutigen Zeit, wo das Weingeschäft so global geworden ist, wie es halt ist, es gibt Weine von fast jedem Land der Welt gefühlt. Hier auf der Messe sieht man das ja auch, dass die Weine eben von Südafrika bis Spanien, von Deutschland bis Uruguay hergebracht werden und vermarktet werden. Ich glaube, so muss man auch die Weine anbieten in einem Weinfachgeschäft, die Vielfalt abdecken. Insofern gibt es auch für die unterschiedlichen Kunden viele unterschiedliche Produkte. Viele Wege also führen zum Wein, ganz traditionell oder ein bisschen verrückt. Eddie McDougall träumt schon vom nächsten Projekt, Wein aus der Wüste Gobi. Mindestens klimatisch eine echte Herausforderung. Am Ende muss auch der Tropfen aber hauptsächlich schmecken.